Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Whispered World. So, in der letzten Folge sind wir endlich weitergekommen. Wir konnten einen Fisch angeln für Bobby, den Boten. Der hat uns dann drei Orte verraten und auf unsere Karte einmarkiert, ja, eingezeichnet so rum. Und wir haben jetzt auch die Aufgabe sozusagen, Shana zu finden. Das soll ein Orakel sein und die kann uns vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Allerdings, bevor wir das machen, werden wir mal hier die beiden Entwickler mal zu Wort kommen lassen. Okay, der Baum sieht scheiße aus. Pucki? Der Baum sieht scheiße aus? Ja, der Baum sieht überhaupt nicht scheiße aus. Doch, der sieht scheiße aus. Ich kann Folgendes dazu erzählen. Und zwar hatten wir ganz viele Screens von Marco im ersten Kapitel tatsächlich schon vorrätig, als wir an die Story rangingen und mussten jetzt halt irgendwie die zusammenfriemeln, weil es tatsächlich noch gar nicht viel Geschichte in dem Part gab. Und da ist uns auch irgendwann die Idee mit der Karte gekommen. Korrigiere mich, wenn das falsch ist. Manchmal denke ich mir die Sachen auch einfach, wie sie gewesen sein könnten, und dann im Nachhinein verklärt sich das so in meinem Gehirn. Ich glaube, das ist richtig, aber der Baum sieht furchtbar aus. Nee, ich glaube, die Karte war tatsächlich einer der letzten Screens, die du für das erste Kapitel gezeichnet hattest. Das kann sein. Also wir hatten, glaube ich, am Anfang wirklich einen Rundumschau über den Herbstwald und haben das dann einfach in eine Karte umgebaut. Mhm. Ach ja, ja, jetzt erinnere ich mich. Der Baum sieht scheiße aus. Naja, ich finde jetzt nicht so scheiße. Oh, ich könnte das nicht besser. So, okay, wo gehen wir hin? Zum Baum. Wir gehen zum Baum. Weil wir gerade das Baumthema hatten. So, Sedgwick und Spot. Da seid ihr ja. Schauen wir uns mal um. Da ist der Baum. Da ist ein Loch im Baum. Ja, gut. Aha, aha. Da glitzert was. Harz, okay. Ich will mir erstmal einen groben Überblick verschaffen. Geht's hier noch ein Stückchen weiter? Da ging es noch runter. Okay, dann bleiben wir erstmal hier oben am Baum und durchforsten hier mal alles, was wir so anklicken können. So, der Baum. Okay, Cedric, geh wieder auf die andere Seite, wenn es dir da besser gefällt. Okay, gut. Dies muss der Baum sein, den Bobby meinte. Er überragt alle anderen Bäume in der Umgebung. Aber wie soll ich da nur raufkommen? Ich kann doch nicht klettern. Nee. Der Baum erinnert entfernt an Opas Baumkuchen. Und er ist genauso holzig. Und mal antatschen. Toi, toi, toi. Auf Holz, ich glaube. Warum mache ich das nur? Das hat noch nie geklappt. Der Baum scheint hohl zu sein. Hallo? Niemand zu Hause. Das Loch ist zu klein für meine Hand. Außerdem, wer weiß, was da für widerliche Insekten drin wohnen. Okay, da kommt mir die Idee. Die Idee können wir... Ach nee, wir haben ja nur noch einen Kescher. Waren wir die Geräte ja von dem Fisch? Ich wollte jetzt eigentlich den Stock da reinschieben, weil vielleicht geht das ja trotzdem mit dem Kescher. Das ist zu groß, um in das Loch zu passen. Okay, dann probieren wir es doch mal mit der Greta. Nein, auf diese Weise angle ich mir höchstens ein paar wütende Spinnentiere. Ich weiß auch nicht, warum ich da irgendwas ins Loch reinstecken will, aber irgendwie... Doch. Das ist zu groß, um in das Loch zu passen. Warte mal, der Korken? Ernsthaft? Warum stopfen wir den Korken da rein? Der Korken passt perfekt. Okay. Ich entkorke keine Flaschen mehr mit den Zähnen. Kriegen wir den Korken auch wieder raus? Das mit dem bemalten Stein war wirklich ein fieser Trick von Ben. Können wir den auch wieder rausnehmen? Nein, nee. Das Loch ist verstopft und das ist gut so. Okay, Cedric, ich weiß nicht, warum das gut so ist, dass du den Baum jetzt verstopft hast, beziehungsweise das Loch. Aber ich denke mal, es wird schon einen Grund haben und auch Sinn machen. Sonst könnten wir das ja nicht tun. So, Harz. Kann man da uns was ein bisschen von abpopeln? Ganz schön harzig. Es sieht so aus, als würde der Baum bluten. Was tust du jetzt? Der Baum... Achso, verdammt, ich war nicht beim Harz drauf, ich war beim Baum raufgekommen. Nein, seit Opas letztem Harzer Leberkäse habe ich erst einmal genug von Harz. Mein Bauch fühlt sich noch immer ganz klebrig an. Okay. Mit bloßen Händen bekomme ich das Harz da garantiert nicht runtergekratzt. Alles, was ich bekäme, wären Okay, klebrige Finger brauchen wir nicht. Dann nimm doch mal die Schaufel. Nein, nicht am Baum. Am Harz. Am Haarharz.
Damit kriege ich das Harz nicht ab. Ich würde auch mir nicht nur die ganzen Taschen verkleben. Ich bräuchte eine Art Gefäß. Ach so, okay. Haben wir sowas? Ich glaube, wir haben sowas nicht, ne? Also wir haben die Schatulle. Ernsthaft? Wir machen uns Harz in die Schatulle? Kann das klappen? Wo ist denn das jetzt? Da unten, okay. Mit dem Kästchen bekomme ich das Harz nicht vom Baum. Ich bräuchte ein besseres Gefäß. Okay. Gut, ein anderes Gefäß haben wir auf jeden Fall noch nicht, ne? Nee, das ist alles, was wir haben momentan. Okay, dann gehen wir mal erstmal weiter. Wir müssen versuchen, uns das zu merken. Und dann schauen wir mal, wo wir da ankommen. Da unten. Ach so, da kommen wir wieder zurück auf die Karte. Okay. Na gut, dann lassen wir das auch erstmal und gehen mal zurück zum Ufer. Und wir werden mal Bobby schon mal berichten, was wir rausgefunden haben. Zum einen, dass da mit der Statue. Psst, hast du das auch eben gesehen? Was? Ich glaube, es sind die Askil. Sie haben mich gefunden. Oh Junge, du leidest. Ach, so ein Unsinn. Du bist wirklich der größte Feigling, der mir je untergekommen ist. Aber sie sind hier. Ich bin mir ganz sicher. Ich muss fort, so schnell wie möglich. Wenn die Askil den Flüsterstein in die Hände bekommen, ist alles verloren. Warte noch. Er leidet unter Verfolgungswahn, der Typ auf jeden Fall. Das da. Ich habe in den Ruinen etwas entdeckt. Eine Art Mechanismus. Einen Mechanismus? Den muss ich übersehen haben. Da war auch eine Fassung für einen Stein. Eine Fassung, sagst du? War ein königliches Wappen daneben? Ja, woher weißt du das? Donnerlittchen, Sedgwick, das muss die geheime Passage zu Shanas Hütte sein. Nun, leider ist sie versperrt. Mag sein. Aber wir haben den Schlüssel. Solche Wappenschlösser gab es früher im ganzen Königreich. Ich bin mir sicher, dass der Flüsterstein dort passt. Der Flüsterstein? Na dann, worauf warten wir noch? Okay, das heißt, nein, warte. Jetzt hätte ich vor lauter Aufregung doch beinahe die Askil vergessen. Sie dürfen mich auf keinen Fall finden. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch. Ich bleib lieber hier. Dann gib mir wenigstens den Stein. Ich könnte hier allein mit Shana reden. Was? Unmöglich. Ich kann dir doch den Flüsterstein nicht geben. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Was, wenn du einen Fehler machst? Können wir ihn überreden, dass er mitkommt? Wir versuchen dann komm halt mit. Nein, ich hab's dir doch schon gesagt. Die Askil sind in der Nähe. Okay, eigentlich sollte ich gar nicht mehr hier sein. Dann machen wir das so. Vielleicht passt der Flüsterstein ja auch gar nicht. Das würde mich sehr wundern. Das Wappen ist eigentlich ein eindeutiger Hinweis. Okay, dann bleibt doch das. Wenn du mir den Flüsterstein nicht gibst, finden wir Shana nie. Du kannst den Flüsterstein nicht bekommen. Der Stein wurde mir persönlich anvertraut. Ich habe versprochen, ihn nicht weiterzugeben. Aber du hast mir auch versprochen, dass wir zu Shana gehen. Das stimmt zwar, aber... Dann gib mir den Stein. Wir sind doch quasi ein Team. Oder habe ich dir etwa nicht geholfen? Naja, schon. Außerdem habe ich diese Vision. Ich bin mir sicher, dass sie etwas zu bedeuten haben. Das kann doch alles kein Zufall sein. Komm schon, gib mir den Stein und ich finde Shana. So schnell werden dich die Askel hier sicher nicht finden. Ah, das ist ein Fehler. Aber nun gut. Ich werde dir den Flüsterstein anvertrauen. Danke, du wirst es nicht bereuen. Bitte beeil dich, Sedgwick, und hüte den Stein wie deinen Augapfel. Wenn ihm etwas passiert, sind wir alle geliefert. Okay, das ging jetzt doch leichter, als ich vermutet habe. Aber bevor wir hier wieder in die Ruinen gehen, möchte ich auch den Screen hier in der Höhle nochmal sehen. Da können wir auch rein, okay. Da können wir wieder zurück. So, schauen wir uns mal um. Da ist eine Schüssel. Das hier sieht komisch aus, wie so ein Totenkopf irgendwie. Totem. Ah ja, das sind ja hier auch. Schüssel und Totems. Schauen wir uns mal das Totem hier an. Das hier scheint eine Art Kultstätte zu sein. Ein Friedhof? Nein, wohl eher eine Opferstelle. Ja. Ich habe es mir zur Regel gemacht, keine fremden Kultstätten zu schänden. Es reicht schon, wenn mich mein eigener Gott hasst. Ich habe es mir zur Regel... Es reicht schon... Okay, das ist das Gleiche. Also müssen wir irgendwas in die Schüssel da legen, oder wie? Es scheint eine Art Behälter für Opfergaben zu sein. Ah. Da spucke ich lieber nicht rein. Ich will nicht noch eine Gottheit erzürnen. Aus irgendeinem Grunde scheinen die ohnehin schon alle sauer auf mich zu sein. Na, was sollen wir denn da reinlegen? Nein, die Schüssel ist fest mit dieser steinernen Totemfigur verbunden.
Also den Stein ja auf jeden Fall nicht. So eine Schildkröte hier. Ich werde meine Probleme bestimmt nicht lösen, indem ich meine Sachen wahllos fremden Gottheiten opfere. Das habe ich oft genug ausprobiert. Okay, eine Greta. Ich werde meine Probleme... Nee. Was könnten wir noch? Was könnten wir noch reinpacken? Das Gebiss. Ich werde meine Probleme... Nee. Ja gut, den Zettel wahrscheinlich auch nicht. Ich werde die Schaufel erst recht nicht. Okay, wir haben, glaube ich, noch nicht das Richtige dafür. Das hier scheint eine Art Kult, ja, ein Fried, wohl eher eine Opfer. Ja, da sagt jetzt wahrscheinlich mal das Gleiche auch. Ich habe es mir zu... Es reicht. Ja, wie bei dem anderen Totem. Das wiederholt sich dann. So, da könnten wir jetzt noch hingehen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht mir aus wie ein riesen Spinnennetz, genau. Und wo ein riesen Spinnennetz ist, ist garantiert die Spinne auch nicht sehr weit. Was war das? Ihhh. Pupsende Pilze. Die Natur bringt die wunderlichsten Arten hervor. Und manchmal habe ich den Eindruck, sie tut das nur, um mich zu ärgern. Nein, danke. Diese Pilze riechen nicht wie irgendetwas, das man essen sollte. Ich bin nicht hier, um Pilze zu sammeln. Und diese dort schon gar nicht. Furzpilze. Okay, haben wir hier noch was außer den komischen Pilzen? Das Spinnennetz natürlich noch. Und weitere Pilze, ja. Okay, Spinnennetz. Da werden wir bestimmt nicht durchgehen. Okay, das war gerade der Augenblick, in dem meine Verdrängungsmechanismen eingesetzt haben. Ich werde im Folgenden nicht mehr darüber reflektieren, dass noch niemals irgendwo ein Spinnennetz einfach so entstanden ist, ohne eine entsprechende Spinne. Ja, das denke ich auch. Frische Spinnenweben zu essen soll gesund sein. Was, aber ernsthaft? Ich glaube, das gilt nur, solange die Spinne kleiner ist als du. Igitt, wer kommt denn auf so eine Idee? Ja, natürlich würde ich das Netz auch mit bloßen Händen zerreißen. Aber ich habe da diesen Splitter im Finger. Und das Netz sieht wirklich stark aus. Und es hat vor allem nichts mit meiner Spinnenphobie zu tun. So, aber ich glaube auch nicht, dass wir irgendwas schon haben, um das Netz zu zerstören. Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Hm. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Habe ich eigentlich schon gedacht. Und ich glaube auch nicht, dass es mit dem Kescher geht. Ich habe auch ein Netz. Und auf die Größe kommt es auch nicht immer an. Ah, jetzt haben wir eigentlich noch die Geräte und... Ich kann mich irren, aber eigentlich glaube ich nicht, dass die Spinne das hier als Opfergabe akzeptieren würde. Ich glaube, wir haben gar nichts Essbares für die Spinne ich dabei. Ich kann mich irren, aber eigentlich... Jetzt haben wir noch das Gebiss, was wir mal ausprobieren könnten. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier okay, nicht Okay, Cedric hat jetzt echt versucht, das Netz mit Opas Zähnen durchzubeißen. Okay, alles klar. Ich denke mal, da können wir auch noch nichts machen. Also eigentlich sollten wir jetzt wirklich zurückkehren an den Ort mit den Ruinen und da versuchen, den Flüsterstein einzusetzen. Das ist jetzt auf jeden Fall das, was wir machen können, um weiterzukommen. Obwohl wir immer noch nichts haben, um das Gebüsch zu beseitigen. Also kommen wir wahrscheinlich doch noch nicht wirklich weiter. Aber wir probieren es trotzdem erstmal aus mit dem Flüsterstein. Da ist das Loch. Das passt. Ah, wusste ich doch. Er passt. Okay, jetzt geht wahrscheinlich das Tor auf. Ja. Sind die alle bebt? Okay, das merkt dann... Oh, überall. Ach, hey. Das ist nicht gut. Hört das auch wieder auf? Ach, du Scheiße. Nein! Nein! Aus. Nicht oh. Spot! Oh Gott. Spot! Ach, du meine Güte. Was hast du nur getan? Oje, oje. Das sollte ich lieber Bobby beichten. Ach, du Scheiße. Hm? Was? Was war das? Das klang nach einem großen Vogel. Ein Adler vielleicht. Okay. Das Tor ist auf. Der Weg ist allerdings noch durch den Busch versperrt und Spot hat unsere Kugel gefressen. Also nicht unsere, sondern die von Bobby. Und das müssen wir jetzt Bobby beichten gehen. Juhu. Oh je. Oh, er ist weg. Bobby? Bobby! Nanu, was ist denn hier passiert? Es sieht aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Die Askil haben Bobby erwischt. Oh je, das ist alles meine Schuld. Also ich meine, da liegt ein Messer oder sowas, ne? Das ist das Indiz dafür, dass hier ein Kampf stattgefunden hat? Nein, ich weiß ja nicht.
Und eigentlich finde ich die Idee gar nicht so schlimm, dass Spot jetzt die Kugel geschluckt hat. So können wir sie wenigstens nicht verlieren. Ne? Solange er sie nicht irgendwo auskeckert oder so und wir das nicht mitkriegen, haben wir die Kugel auf jeden Fall sicher bei uns, solange Spot bei uns ist. Ach hier, das sind die Spuren eines Kampfes. Bomben. Ich habe nämlich nur das Messer hier gesehen. Das werden wir uns gleich grabbeln. Zack. So, und die Bomben schauen wir uns mal genauer an. Oh oh, die Askil waren offenbar schwer bewaffnet. Und ich dachte, Bobby übertreibt nur. Hoffentlich geht es ihm gut. Können wir das auch mitnehmen? Tatsache. Haben wir gleich mehrere Bomben mitgenommen? Also wir haben das Messer und wir haben jetzt hier Bomben, okay. So, haben wir noch irgendwas hier? Ich glaube nicht, aber vorsichtshalber, nee. Okay, dann werde ich mal zurückgehen zu unserem Wohnwagen, zu unserem Zirkus, weil da ist ja auch einiges passiert. Die Erschütterung eben, die war hier ja auch zu merken. Und wir sprechen mal mit Ben. Nicht mit dem Wohnwagen, sondern mit Ben. Der was zu sagen hat. Hallo Ben. Worum geht's denn diesmal? Alles klar, wir haben ein paar Sachen, über die wir sprechen können. Wir fangen einfach von oben mal an. Weißt du etwas über eine gewisse Shana? Shana? Nie gehört. Wer soll das sein? Nicht so wichtig. Wie alles, was dich beschäftigt. Am Ufer hat ein Kampf stattgefunden. Hast du etwas davon mitbekommen? Ein Kampf? So ein Unfug. Wir sind hier sehr weit weg von Corona. In dieser Gegend gibt es keine Kämpfe. Aber... Zügle deine Fantasie. Ich habe keine Zeit für deine Hirngespinste. Na gut, wenn der Kampf gleichzeitig stattgefunden hat mit dem Erdbeben, dann war es auch kein Wunder, dass sie davon nichts mitbekommen haben, ne? Hast du das Erdbeben bemerkt? Und ob, mir sind alle Bälle runtergefallen. Ich hoffe, dass sowas nicht während einer Aufführung passiert. Und was, wenn die Beben bedeuten, dass die Welt auseinanderfällt oder dass der Himmel auf die Erde stürzt? Während einer Aufführung? Das wäre eine Katastrophe. Haha, mir machst du nichts vor. Du hast genauso Angst vor dem Ende wie alle anderen. Ich bin Artist. Ich habe niemals Angst. Du willst mir wirklich weismachen, dass du niemals Angst hast? Genau, niemals. Auch nicht vor Spinnen? Spinnen? Ha, die haben ja nicht einmal scharfe Zähne. Dafür sind sie giftig und schnell. Es gibt Arten, die krabbeln dir in den Mund und legen ihre Eier unter deine Augenlider. Gib's auf. Ich habe keine Angst vor Spinnen. Auch nicht vor den Askil? Askil? Was soll denn das sein? Die Askil sind grauenvolle Monster mit scharfen Krallen. Krallen? Ja, ihre Krallen sind so scharf, dass sie dir in Sekunden die Haut vom Leib schälen können. Und noch? Sie haben spitze Stacheln. Stacheln? Ja, mit ihren pfeilartigen Giftstacheln können sie ihre Gegner aufspießen. Manche Askil lassen die Leichen ihrer Gegner zum Schmuck einfach auf dem Rücken stecken, bis sie vermodert sind. Puh, langsam formt sich ein Gesamtbild. Das Schlimmste aber sind ihre scharfen Zähne. Zähne? Ja, mit ihrem schrecklichen Biss können sie deinen Hals innerhalb weniger Sekunden durchbeißen. Der Kiefer ist so stark, dass nicht einmal die stärksten Knochen ein Hindernis für sie sind. Oh, diese Askil scheinen tatsächlich keine angenehmen Zeitgenossen zu sein. Angst habe ich aber trotzdem nicht vor ihnen. Ich habe schon gedacht, haben wir ihn jetzt etwa? Du willst mir wirklich weismachen, dass du hat niemals Angst geklappt. Hast? Genau, niemals. Wow, Ben, du bist so viel mutiger als ich. Tja. Das allein wäre noch keine große Kunst. Du hast ja selbst vor Schmetterlingen Angst. Ich weiß gar nicht, ob wir, wenn wir das... ja auch Bazillen. Wenn wir das nochmal machen hier mit den Askien, ob er dann noch seine Meinung ändert, wenn wir was anderes anwählen. Aber ich werde es jetzt nicht ausprobieren. Auch nicht vor Schlangen? Schlangen? Puh, die haben ja nicht einmal Krallen. Dafür haben sie giftige Zähne und Würgemuskeln, mit denen sie dir die Wirbelsäule zerquetschen können. Gib's auf. Die Sache mit den Zähnen ist sicher nicht zu unterschätzen. Ja. Aber ich habe keine Angst vor Schlangen. Okay, also Zähne machen ihnen schon Angst. Auch nicht vor Tigern? Tiger? Puh, die haben ja nur einen einzigen Kopf. Dafür sind sie schnell und stark. Zwei Köpfe und packen dich mit ihren rasiermesserscharfen Klauen und zerfleischen dich mit Zähnen, die so groß sind wie Krummsäbel. Gib's auf. Die Zähne und die Klauen sind vielleicht ganz respekteinflößend, aber ich habe keine Angst vor Tigern. Ich probiere das noch einmal. Auch nicht vor den Askil? Askil? Was soll denn das sein? Krallen? Die Askil sind grauenvolle Monster mit scharfen Krallen. Krallen? Ja, ihre zwei Köpfe? Sie haben zwei Köpfe. Zwei Köpfe? Ja, und beide Köpfe verfügen über einen giftigen Atem, der die Beute lähmt. Und während der eine Kopf sich dann über deine wehrlosen Gliedmaßen hermacht, lacht der andere sein schallendes, keckerndes Lachen. Langsam formt sich ein Gesamtbild.
Und die scharfen Zähne. Das Schlimmste aber sind ihre scharfen Zähne. Zähne? Ja, mit ihrem schrecklichen Biss können sie deinen Hals innerhalb weniger Sekunden durchbeißen. Der Kiefer ist so stark, dass nicht einmal die stärksten Knochen ein Hindernis für sie sind. Oh, diese Askiel scheinen wirklich schreckliche Kreaturen zu sein. Ich muss zugeben, dass ich denen lieber nicht im Dunkeln begegnen würde. Ah, jetzt haben wir doch schon eine andere Antwort. Schön. Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Okay, hat glaube ich trotzdem überhaupt gar nichts gebracht, aber es ist gut zu wissen, dass er doch was anderes noch gesagt hat. So, Opi, was hast du denn zu der ganzen Nummer jetzt gerade zu sagen? Hallo, Opa. Ach, hallo, Ben. Drückt dir der Hut immer noch? Sag mal, Opa, hat der was mitbekommen davon, frage ich mich gerade. Frag mich so viel wie... Sagt der Name Shana etwas? Sagt dir der Name Shana etwas? Shana. Shana. Vor langer Zeit wurde mir die Legende von einem Orakel erzählt, dass ihr irgendwo im Herbstwald leben soll. Und ich glaube, ihr Name war tatsächlich... Sag mal, gehst du etwa? Entschuldigung, red weiter. Du wirkst etwas desinteressiert. Ja, na gut. Mal sehen. Orakel, Herbstwald. Ach ja, und ihr Name war Shana. Und das war schon die ganze Geschichte. Im Groben. Hat es dir weitergeholfen? Geht so. Hätte ich gesagt, nein. Ich schlage es einfach selber nach. Ja, sicher. Ich wirke aber Mann. So. Bis spät. Kopf hoch. Jetzt wollen wir in unserem Wohnwagen nochmal einen Blick reinwerfen. Denn da kam ja ein bisschen was von der Decke runter. Durch das Erdbeben. Sieht das ein bisschen gefährlich hier aus. Machen wir die Tür zu, bitte. Das geht nicht. Diese seltsamen Rohre sind im Weg. Ah, okay. Warte mal. Dann gehen wir ein Stück zur Seite. Ist hier nicht irgendwas runtergefallen? Eine Mütze. Die Mütze muss bei diesem Erdbeben runtergefallen sein. Okay, die nehmen wir schon mal mit. Mal nochmal ein Stück zur Seite. Okay, was ist mit den Rohren? Anfassen würde ich die jetzt nicht. Wo kommen denn diese Rohre her? Und was sind das für seltsame Funken? Das ja, kann Strom. Doch gar nicht sein. Ich... Ah, Kopfschmerzen. Verdammt, das... Au! 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 Verdammt! Es ist doch immer dasselbe mit dem Jungen. Haben wir jetzt was ist gerade bekommen, passiert? Oder was? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Aber wir haben es doch gar nicht angefasst. Wir haben doch nur drüber das uns angeschaut. Nein, lieber nicht. Diese Dinger sind mir suspekt. Okay, das war seltsam gerade. Ich glaube nicht, dass sie Antworten parat haben. Dafür werfen sie aber viele unbequeme Fragen auf. Ich will es gar nicht wissen. Nee. Okay, wir gehen raus. Das war gerade sehr seltsam, finde ich. Wir schauen mal bei Upis Wohnwagen, ob da auch irgendwas passiert ist. Ob wir es so jetzt nicht gesehen haben, aber vielleicht hat sich irgendwas verändert, aber ich glaube nicht. Ich mache jetzt mal den Test. Nö. So, wir haben Bomben, wir haben eine Mütze. Wozu haben wir jetzt die Mütze? Das ist jetzt aber kein Gefäß, wo wir Harz auffangen können, oder? Ich frage mich gerade, können wir da irgendwas in die Suppe schmeißen? Ich bin doch nicht lebensmüde. Der kleinste Funke und es wäre aus mit mir. Ich wollte doch noch einmal Corona sehen, bevor ich sterbe. Na stimmt, das war ja sehr hoch explosiv hier, die ganze Nummer. Die Mütze? Ein besserer Clown hätte jetzt sicher ein paar Karlauer zum Thema Kochwäsche parat. Ich hasse diesen Beruf. Okay. Ich muss es mal kurz überlegen. Wir haben ein Messer. Mit dem Messer können wir bestimmt entweder den Busch zerstören, was ich nicht so ganz glaube. Weil ich glaube, da brauchen wir doch noch was Größeres als ein Messer. Aber vielleicht können wir ja das Spinnennetz zerschneiden mit dem Messer. Und ich glaube, wir probieren es auch erstmal bei der Spinne, also bei dem Spinnennetz. Moment, können wir hier die Bomben als Opfergabe reinlegen? Ich werde bestimmt nicht rumlaufen und fremd. Es reicht schon. Ja, du solltest sie auch nicht zerbomben, du solltest sie nur reinlegen. Okay. Das klappt so aber schon mal nicht. Dann probieren wir hier jetzt die Nummer mit dem Messer aus. Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Okay, krass. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Das ist es auch nicht. Dann schmeißen wir die Bombe dagegen. Die Idee ist nicht schlecht, aber ich habe Angst, die Höhle zum Einsturz zu bringen. Stimmt. Vielleicht sollte ich mir doch lieber etwas weniger Explosives überlegen. Okay, also Sedwick hat da schon recht, dass dann wahrscheinlich die ganze Höhle einstürzen könnte, auf die... Ja. Das
Hätte man sich auch denken können, ne? Okay, dann gehen wir nochmal zum Baum. Wir gehen jetzt hier alles quasi wieder ab, ne? Am Baum. Da haben wir jetzt das Harz noch. Ach, wir können da ja noch... Oder können wir da auch wieder zurück? Wahrscheinlich können wir da auch nur wieder raus. Hier haben wir ein Loch. Warum haben wir da den Korken reingestopft? Das frage ich mich immer noch. So, können wir da mit dem Messer ran an den... Wo ist das jetzt? An das Harz? Da. Damit kriege ich das Harz. Ich bräuchte ein... Nein, wir haben aber kein Gefäß in dem Sinne. Wir haben hier nur die Mütze. Damit kriege ich das Harz nicht ab. Ich würde mich bräuchte... Okay, das geht auch nicht. Dann haben wir jetzt eigentlich noch die Möglichkeit, zu dem Stein zu gehen und, also hier bei den Ruinen, und das Gebüsch mit dem Messer zu zerschneiden. Aber ich glaube fast, das wird auch nicht werden. Trotzdem müssen wir es probieren. Na dann mal los. Okay. Ah, wusste ich es doch. Hier hinten führt ein zugewachsener Weg tiefer ins Tal. Shana, ich komme. Ja, bevor, Sedwig, bevor du das machst... Lassen wir nochmal die netten Herren zu Wort kommen. Der Raum sah mal grundsätzlich anders aus. Also komplett anders. Ganz und gar anders. Ja, denn die Statue war ungefähr einen halben Meter von den Räumlichkeiten her gesehen weiter rechts. Das ist tatsächlich der größte Unterschied. Was mir aber dazu einfällt, also gerade auch in Bezug auf das Verschieben der Statue, ist, dass wir den Raum halt immer benutzt haben in Präsentationen, um Leute... möglichen Geldgebern und so weiter das Wunder des Parallel-Scrollings beizubringen. Als wäre das halt irgendwie so der Stein der Weisen. Ich meine, in diesem Raum sah es auch einfach fantastisch aus, muss man dazu sagen. Aber wir hatten halt so aufwendige Grafik. Ich glaube, es gab sogar einen Artikel in der Making Games, wo wir gesagt haben, Parallax-Scrolling. Ja, andere machen, Leute machen halt... Die haben das erfunden, oder? Ja, ich glaube schon, eigentlich, ja. Das erfunden. Ich glaube, das gab es vorher so... Nee. Nicht. Nee, also habe ich noch nie gesehen. Trotzdem muss man sagen, dass es halt relativ aufwendig war, denn nachher Sedwig auch hinten über die Brücke laufen zu lassen und so. Ja, stimmt, das war nie geplant und genau. Ja. Ja, wie eigentlich alle Rätsel in diesem Raum nie geplant waren. Richtig. Es wurde ein Gitter noch eingebaut. Von der Statue. Genau, das mit dem Gitter, diese ganzen Sachverhalte, ja, es sind eigentlich hauptsächlich der Tatsache geschuldet, dass der Raum schon mal fertig war und dass wir uns danach halt Rätsel dafür ausdenken mussten. Richtig, aber wir wollten über Norderstedt sprechen. Das passt nämlich perfekt, weil ich glaube, die haben sowas ähnliches in dem Grundprinzip irgendwie bei Norderstedt drin gehabt. Sie haben nichts geplant, aber sie haben gemacht. Genau. Ich kann vieles über Norderstedt, also die Städteplanung. Ich habe das in der Schule gelernt. Norderstedt hat die Städteplanung. Mhm. Norderstedt ist ja ursprünglich aus 4 Gemeinden entstanden. Wusstest du das? 5, nee, glaube ich. Nee, 4. Hagsheide, Glashütte, Garstedt und ach, eigentlich wollten wir doch erst im übernächsten Bild was über Norderstedt erzählen. Richtig, dann müssen verdammt, wir jetzt hören wir auf. Die beiden sind echt verschärft. Okay, jetzt wissen wir aber schon, was passieren wird. Sedwig wird jetzt gleich hier hinten angelaufen. Vermute ich mal, ne? Jawohl, da ist er, unser guter Sedwig. Huch! Komm schon, Spot, nicht trödeln. Spot? Okay. Er kommt. Und dann sind wir auch schon wieder im nächsten Screen und... Ist das süß. Zwei Steinbrüder, wie die grimmig gucken. Toll. Die gefallen mir, die beiden. So, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich freue mich auf euren Kommentar und sage Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.